Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie einen Speicherstick bei Ihrem PC verwenden können. Mein Name ist Birmin Lehner. Stecken Sie zuerst Ihren Speicherstick bei Ihrem PC ein. Das dauert einen Moment, bis der PC den Stick erkannt hat. Und jetzt kommt diese Meldung. Sie sehen bereits, es hat Daten auf diesem Stick und neu ist, dass Sie diesen Stick verschlüsseln müssen. Wenn Sie das nicht machen, ich sage mal hier Laufwerk nicht verschlüsseln, dann können Sie zwar Ihre Datei öffnen, aber wenn Sie irgendeine Änderung vornehmen und wieder speichern möchten, dann kommt diese Meldung hier, das sei nicht möglich, denn der Stick ist schreibgeschützt. Wenn Sie irgendetwas speichern möchten auf diesem Stick, ich hole zum Beispiel ein Bild, Rechtsklick, kopieren, auf den Stick und hier einfügen, dann kommt diese Meldung hier und schon wieder heißt es, der Datenträger ist schreibgeschützt. Also entfernen Sie Ihren Datenträger nochmals und beginnen Sie von vorne. Abbrechen, hier unten Datenträger entfernen, auswerfen. Und diesmal verschlüsseln wir den Datenträger sofort. Also Laufwerk mit BitLocker Laufwerkverschlüsselung verschlüsseln. Wenn dieses Fenster hier erscheint, dann haben Sie keine Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Erstellen Sie zuerst eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk und dann fahren Sie fort. Die Verbindung ist nun hergestellt. Ich sage hier abbrechen und ich muss ein drittes Mal beginnen. Also nun hier Laufwerk verschlüsseln. Der BitLocker wird gestartet. Das kann einige Zeit dauern und hier werden Sie aufgefordert, ein sicheres Kennwort einzugeben. Ich zeige Ihnen hier, wie Sie ein Passwort erfinden können, das Sie immer bei sich haben und nie vergessen. Ich zeige Ihnen das in Word. Das sieht so aus. Ich gehe immer im Sommer für 3 Wochen in die Ferien und dann zum Beispiel ein Prozentzeichen. Und jetzt kommt der Produktname oder der Firmenname, hier in diesem Fall jetzt iWorkplace. Das schreibe ich alles klein und dieses Passwort vergesse ich nie. Wenn ich an anderer Stelle wieder ein Passwort brauche, dann kann ich den vorderen Teil wiederverwenden. Das Prozentzeichen lasse ich und nur den hinteren Teil passe ich dann dem Produkt oder der Firma an. Ich habe das Passwort nun hier doppelt eingefügt. Und gehe weiter. Bei diesem Fenster können Sie die Auswahl gerade hier unten lassen, denn das ist ja ein Wechseldatenträger, der von einem Gerät zum nächsten wandert. Also weiter. Und Sie werden zum Schluss nochmals gefragt, wollen Sie das wirklich? Jawohl, Verschlüsselung starten. Und das dauert wiederum einen Moment. Ich bin gleich zurück. So, das Fenster ist verschwunden, jetzt sollte ich meinen Stick gebrauchen können. Ich klicke hier auf den Windows Explorer, gehe auf meinen Stick und sollte nun erstens etwas löschen können oder drauf speichern. Ich lösche mal dieses Bild. Wollen Sie wirklich? Jawohl. Also es funktioniert. Und wenn ich jetzt hier eine Korrektur vornehme und wieder speichere, Datei, speichern, dann funktioniert das wunderbar. Denken Sie daran, am Schluss, wenn Sie den Stick wieder entfernen möchten, schließen Sie alle Programme, die auf den Stick zugreifen, also auch den Windows Explorer und das Word. Gehen Sie am Schluss hier zu USB-Flash-Treiber auswerfen. Und jetzt können Sie ihn entfernen. Wenn Sie nun Ihren Speicherstick erneut einstecken, dann kommt folgende Meldung. Laufwerk entsperren, also Laufwerk entsperren. Es folgt hier das Fenster
von BitLocker und tippen Sie nun wieder Ihr Passwort ein. Sie erinnern sich. Und entsperren. Ab sofort können Sie Ihren Stick wieder verwenden. So, das war's zum Speicherstick.